gehe ich da rein. Offensichtlich tue ich da. Naja, ganz großartig. Hier. Evil Up. Sollte meine Wahrscheinlichkeit auf Devil Deals, Devil Räume erhöhen? Ich kaufe mal noch das und weil ich es habe, auch noch das. Es kommt ja eh nur noch ein Show. Es könnte noch Bettler kommen. War das ein blauer Stein? Nee. Ich habe schon Wahnvorstellungen und bild mir Dinge ein, die gar nicht da sind. Mal wieder sind die jemals nicht. So, will ich doch da rein? Im Prinzip ja. Im Prinzip absolut ja. Achso, das ist verschlossen. Ein halbes Herz jetzt aufzuschließen ist jetzt ein bisschen. Finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Boah, zum Glück kann man da nicht direkt in die Stacheln rennen. Das wäre sonst ekelhaft. Ein schwarzes Herz. Ich nehme direkt ein. Warum? War das schon immer so, dass man. Eben habe ich doch nur ein halb. Ach, leck mich. Was immer das Spiel sagt, wird schon richtig sein. Haha, ja. Ich bin nur 5-6 Mal so doof und renne den Stacheln rein. Beim 10. Mal, 12. Mal war das nicht mehr so. Danke, Spiel. Habe ich mir genau gewünscht. So, ab zu Mama. Necropolis 2. Zwischen mit Flächenschaden. Wir möchten bitte. Du explodierst, ne? Du bist irgendwie schwarz. Ja, du explodierst dann irgendwie, glaube ich. Ne, du bist rot. Du bist nur schwarz, wenn du irgendwie 4 drauf. Ne, hä? Keine Ahnung. Irgendwas war. Achso, er ist schwarz. Wir mögen schwarz hier. Ach, komm schon! Was soll die Verarsche? Ich hasse es, wenn sowas passiert. Och, Hände, wirklich. Wow, 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 wow. Was sind das für Hände? Die kenne ich noch gar nicht. Das sind noch mehr davon, na ganz toll. Sind das, oder sind das so normale Hände? Das sind normale Hände, okay. Damit kann ich umgehen. Die sind auch nicht gar so bösartig. Ich bleib mal lieber in Bewegung für den Fall, dass jetzt noch mehr als 2 kommen, aber nein, kommen sie nicht, sonst werden sie schon längst kommen. Ich habe eine Arcade gefunden. Gucken, was ich noch so finde. Egal, ich mach Flächendamage. Ich meine, hallo. Oh, ich habe den Geheimraum gefunden. Einen Geheimraum, den normalen Geheimraum. Den nicht ganz so geheimen Geheimraum. Der nichtsdestotrotz doch irgendwie geheim ist, ne? Und nachher gehen wir ein bisschen spielen, vielleicht kann ich ja den Dollar gewinnen. Ich muss ihn ja auch irgendwann mal gewinnen, ne? Hm, Moment mal, kann das sein, dass ich alle Türen mit... Wow, jetzt dreht das Spiel aber auf. Dass ich alle Türen mit Münzen... Ja, ich öffne die mit Münzen. Was bist du denn, nice Head? Was zur Hölle? Was machst du? Du schießt fliegend? Nee. Hä, was machst du? Ich bin mir noch nicht sicher, was das Ding macht. Best Friends Forever. Yeah, jetzt machen die Viecher doppelten Schaden. Geil. Okay, da kann ich aus der Entfernung meine Tränen explodieren lassen. Das ist schön, nehme ich aber nicht mit. Ich hätte doch gern so ein Damage ab oder sowas. Gibt's da irgendwas? So, wir gucken mal kurz in den Arcade rein. Ich würde sagen, wir suchen erstmal Mama und spielen dann noch ein bisschen. Ich könnte das Blutpack gewinnen. Ich könnte aber auch all meine roten Herzen verballern. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Das weiß man halt immer vorher nicht so. Und die Zeit zurückbringen geht in dem Spiel leider nicht so. Leider. Es fehlt dem Spiel noch so ein bisschen. Was machst denn du? Also was macht das Ding? Ich erkenne nicht, dass es irgendwas tut.
Ich meine, ich hab's auf dem Kopf, ja, aber... ich hasse diese Räume. Verarschen mich immer. Wow. Wenn dein Raum erstmal so halb erfüllt ist von deinen Tränen, läuft schon mal gut. Also vorausgesetzt, man macht nur so ein Minimum an Damage. Das ist Sun. Naja, den benutze ich ja weiter unten. Die kommen nicht auf mich zugefahren. Jetzt aber. Wollte schon sagen, das stimmt doch was nicht. Nee, der kann da gar nicht sein, okay. Hier könnte er noch sein. Jawoll. Hallo, wir haben hier 2, 4, 6, 8 rote Herzen. Gut, nach Mama kommen wir nicht mehr zurück. Das heißt, wir nutzen die 8 Herzen. Bis auf Anschlag aus. Wir gucken uns aber erst nochmal weiter um. Hier ist eine Bombe. Fahren die Stacheln irgendwie ein? Nee. Also ist in diesem Raum nichts Interessantes. Macht das Robo-Baby auch doppelten Schaden durch das Best Friend Forever Ding? Ich glaube schon. Ich nehme einfach mal an, ja. So, es läuft erstaunlich gut daran. Was in anderen auch daran liegt, dass ich einen Haufen Kohle bekomme. So. Einfach mal so aus Spaß. An der Freude. Du kannst hier mal liegen bleiben. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen zocken. Ich liebe es, wenn man in Spielen spielen kann. Okay, das ging jetzt schneller, als ich erwartet hätte. Deutlich schneller. Das war jetzt nicht so ganz das, was ich erwartet habe, aber okay. Gibst du mir wenigstens noch was Vernünftiges? Wenn ich schon mal Geld habe, gib mir was. Okay, bleib mal kurz da, ich komme gleich wieder. Ich muss nur kurz Herzen-Nachschub holen. Gut, dass das gar nicht weit weg ist, ne? Aber hey, wir haben Zeit. Ah, das war eins zu viel. Scheiße. Wie viel liegen da jetzt noch drin? 4. Es sollte jetzt noch 5 liegen. Ich habe eins zu viel genommen. Scheiße. War im Shop noch eins? Ich weiß gerade gar nicht. Ich meine, ich habe die Kohle, ne? Baller mal sie weg. Also, wenn mir das gelingt. Vermutlich nicht, weil ich ja dadurch noch mehr Geld bekomme. Jetzt wäre Geld ist gleich Schaden toll. Blutpack, HP ab, jawohl. Genau was der Arzt empfohlen hat. Und 79 Münzen, von denen ich nicht mehr weiß, was ich da noch groß mit tun soll. Yeah, 4. Ja, könnte wegen mehr sein. So, einen Moment kurz. Auch bei Fraps ist es keine schlechte Idee, gelegentlich auch nochmal neu zu starten. Für den Fall, dass doch mal was schief geht, ist dann irgendwie alles weg. Ja, yeah, ich habe das Buch. Hier, schluck Geld. Ja. Hier, trink Geld. Ich wünschte, ich wäre ein paar Minuten schneller gewesen. Wobei, ich weiß nicht, Boss-Rush ist das vielleicht ein bisschen zu dünn, was ich aktuell habe. Speed up, sides down, yeah. Gibt's hier irgendwie? Nein. Ich nehme die Sonne mit. So. Sonne ist immer eine gute Sonne dabei zu haben. Kennen wir schon aus Ambermond. Ich habe wieder aber kein Klopapier auf dem Klo. Das wäre ziemlich scheiße bei mir, weil ich wohne alleine. Wir waren unten, das heißt, wir müssen definitiv nach oben. So, nachdem es da jetzt ja auch keine Itemräume, Shops und so weiter mehr gibt, dann können wir uns das Ganze sparen.
Und weg mit euch, weg mit euch, weg mit... Au. Ich sehe nicht, wie viele Herzen ich habe, das ist schon mal... Ich müsste jetzt ein rotes Herz verloren. Ah, richtig, jetzt verliere ich ja doppelt. Ich habe den Barfer wieder nicht hab. Ist immer gut, einen Wafer hier zu haben, aber ich hab den irgendwie so selten. Aber hey, ich bekomme noch mehr Geld. Das ist nicht großartig. Keine Ahnung, was du machst, also benutze ich die jetzt gar nicht. Was war das denn jetzt eben? Mir egal, er ist tot. Ich schau schon so ein bisschen Damage raus. So dezent. Habe ich eigentlich immer noch diesen Kopf? Ja, aber ich weiß immer noch nicht, was er macht. Er wird aber entdeckt und überdeckt von diesem Haufen Scheiße, den ich auf dem Kopf habe. Frage, gehe ich in den... Nee. Geh nicht in den Raum, guck nach, was da drin ist. Wobei, es könnte was Tolles drin sein. Ich habe momentan recht hohen Schaden-Output. Wir gucken doch mal nach, komm. Tod... Oh. Mini-Version. Ich nenne es Mini-Mi. Ah, ihr seid die Viecher, ne? Egal, einfach weiter schießen. Nur nicht aufhören. Wir müssen dich nachladen. Wir können den ganzen Tag lang weinen. Ich wünschte auch manchmal, ich könnte den ganzen Tag Geld weinen. Ich darf nicht mal rein. Ach, leck mich doch. Leck mich, Spiel. Kannst mich mal. Lalala, und weg. Ja, die Gurglings sind jetzt kein Ding mehr. Hallo, jetzt hat er nämlich vier. Was? Ich versuche mal wieder lustig zu sein. Hey, noch mehr Geld. Wuhu, ich habe schon 99 Münzen. Und Damage up, yeah. Yeah. HP up, na ja, ganz toll. Das ist ja schon mal großartig. Oder hat dieser Schwanz nur dafür gesorgt, dass ich mehr rote Truhen bekomme? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist eine interessante Frage. Ich habe einen Haufen Herzen. So. Hier gibt es keine Shops. Das ist auch kein Shop. Das ist eine Tür mit ganz vielen Schlüsseln dran. Ey, ganz viele Schlössern dran. Schlüsseln. Ich schließe meine Tür auch immer mit Schlüsseln ab, die ich dann nur mit dem Schloss öffnen kann. Okay, gerade hat sie das angefangen zu lohnen, vielleicht. Wobei, was droppst du noch? Droppst auch nur noch Geld. Herzen droppst du, ne? Ja, ich bin voll auf der Gewinnstrecke. Ich will nicht um Geld spielen, ich will um Herzen oder so spielen. Nein, nicht Geld. Ja, Herzen ist gut. Ich habe so viel Geld, ich kann stundenlang mit dir spielen. Von mir komme ich sonst gar nichts mehr. Nö, Schlüssel, Geld und Herzen, das ist alles. Die Bomben könntest du mir noch geben, ne? Wirklich gute Item habe ich ja schon. Komm, ein paar Herzen. Schwarze Herzen. Was passiert, wenn ihr zu viel raucht? Wir bekommen ein schwarzes Herz. Ich habe so viel geraucht, ich habe schon zwei. Soll ich da jetzt noch weiterspielen? Alles immer weiter schießen und nicht aufhören. Zum Aufmachen. Okay, ich glaube, das lasse ich jetzt lieber. So, die restlichen Münzen, die da noch so rumliegen, ist Trinkgeld. Okay.
Mir gefällt das Uhahaha nicht. Was hat das gemacht? Achso, spawnen einfach nur Gegner, na toll. Hab ich ja voll Angst vor. Also vor diesen normalen hinten, das ist ja. So. Ich nehme noch mehr Geld mit, weil ich das unbedingt brauche. Man möchte nicht arm aus dem Let's Play gehen, ne? Warum kann man Geld nicht aus Spielen in die Realität übertragen? Hallo, Eve? Nee, nicht Eve. Ich hab's wieder vergessen, wer du bist. Du bist so unbedeutend und so lächerlich. Poison Touch. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht getouched werden, aber... Für den Fall, dass ich's mal getouched werde. Lalalala. Und tschüss. Ist hier vielleicht... Oder da? Nö. Ich hab die Bomben, ballen wir sie raus. Da ist noch eine Tür. Der halbe Raum ist gefüllt von meinen Münzen. Justice. Nehme ich doch mit. Was haben wir da noch? Es ist Sun. Das hier ist komplett nutzlos. Wobei, vielleicht droppt es ein blaues Herz, wenn ich es sprenge. Ganz toll. Okay, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Hätte ich vielleicht lieber für die Kathedrale aufheben sollen. Komme ich inzwischen eigentlich weiter? Nee, ich glaube nicht. So, den Raum gehen wir nicht rein. Das bringt wahrscheinlich wieder nichts. Nicht für die ist nur zwei Herzen, habe ich keinen Bock drauf. Die brauche ich eventuell noch für Mama. Von daher Geld. Toll. Was ist das denn? Ein Raum voller Blut. Naja. Habe ich auch in meinem Zimmer. In meinem Keller. Ich habe gar keinen Keller, aber... So, ist sonst hier noch irgendein interessanter Raum? Ich sehe nichts. Wo das sein sollte. Hier drüben könnte noch ein Geheimraum sein. Muss aber nicht. Also, wenn ich den Typen da mal treffen würde... Schauen wir mal nach. Okay. Ich behalte lieber meinen Spann. War das die Münze? Nee, das Skull hat mich. Ich nehme mal Fade. Nehme ich Fade ab mit? Ich glaube, ich nehme Fade ab mit. Ich bin nicht blau. Oh, das ist ein Next Room? Warum? Items ist doch hier. Ich spiele hier nicht Monopoly. Give me the controller her. Rebirth, er spielt noch Rebirth, wenn man Afterbirth hat. So. Ja, ja. Gib mir irgendwas. Ich brauche keine Medizin. Ich bin völlig gesund. Erhöht das meinen Schaden? Nee. Was tut das? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Lass es liegen. Das macht bestimmt irgendwas. Vielleicht für Laserstrahlen oder so. Keine Ahnung. Ja. Gib dir gleich Fett, hä? Ich hab nur dicke Knochen. Was total Schwachsinn ist, aber hey. Wheel of Fortune. Ich hab zu viel Zeug jetzt hier rumstehen. Weil da oben... Da unten kriege ich eh nichts mehr Sinnvolles raus. Ich könnte einen Dollar bekommen. Den ich irgendwann eh mal bekommen muss. Aber hier könnte ich blaue Herzen bekommen. Stärke. Ne, ich behalte mal. Oh Gott. Liegt gleich so viel Zeug rum, dass ich. Ah. Geld ausgeben. Oh, ich bekomme noch eine Fliege, die um mich herumfliegt. Das ist natürlich. Stimmt, das bekommt man ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Was ist immer gut? Dinge, die um einen herumfliegen und einen schützen. Was hast du denn?
I'm stuck in a loop? Ich bin mir nicht sicher, aber das klingt wie ich resette den Raum für dich. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Also den Stockwerk, das möchte ich hier nicht mehr haben. Ich habe kein Geld mehr. Liegt noch irgendwo Geld rum. Oben liegt noch Geld rum, aber... da werde ich jetzt nicht hingehen. So. Ich bin bereit für Mama. Wir machen erstmal die Augen weg. Wir lassen uns erstmal von den Augen treffen, meine ich. Ich einhorn dich. Ne, ich sieh sie, wisst nur mein Einhorn ist. Nein. Nein. Ich bin nicht Isaac, ich bin. Ich bin. Nee, wer bin ich gleich nochmal? Mit ihm war ich schon mal unten. Ja, das heißt, ich muss jetzt nach oben. Aber erstmal habe ich noch Geld, das ich verspiele. Nicht schnell genug ausgewichen. Oh, jetzt macht er das Feuer aus. Das wollte ich doch machen. Das ist mein Job. Mein Job geklaut. Läuft ja toll. So, jetzt noch schnell ein bisschen Geld ausgeben, ne? Noch eine Karte mitnehmen. Was ist das hier? Das ist ein Hanged Man. Hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Oh, ich bekomme eine neue Tower-Karte. Aber nur einmal. So, nehme ich Stärke mit. Ich nehme Stärke mit. So, dich nehme ich noch mit.